Moin Moin und herzlich willkommen hier beim Angeln und Urlaub Magazin. Ich wünsche euch allen ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Wir haben heute den 2. Januar und traditionell ist es bei mir im 2. Januar immer so, dass ich versuche, den ersten Hecht des Jahres zu fangen. Am 1. Januar fällt es natürlich aus. Ihr könnt euch denken, warum. Ich war eigentlich auch mit meinem Angelkumpel Pieke verabredet, aber der liegt immer noch im Mehl. Der hat den Silvesterkater noch nicht auskuriert. Also hat er mich schön sitzen lassen heute Morgen und ich bin alleine am brandneuen Baggersee. Was heißt brandneu? Der ist nicht gestern gebaggert worden, aber ich bin heute das erste Mal hier zum Hechtangeln, neuer Verein. Und ich würde sagen, ich nehme euch einfach mal mit und erkläre nebenbei so ein bisschen, der Winter ist ja nicht so die einfachste Zeit zum Angeln. Meine kleinen Tipps und Tricks, auch in der kalten Jahreszeit hier mal einen Hecht rauszukriegen. Das Wetter ist echt komisch. Wir hatten über Weihnachten den totalen Frost. Man konnte hier latschen auf dem zugefrorenen See. Jetzt über Silvester haben wir 3 Tage lang über 10 Grad plus gehabt. In Lüneburg wurden sogar 14,5 Grad gemessen. Und jetzt bestes Fritz-Walter-Wetter hinter mir. Es ist eine kurze Regenpause jetzt hier für die Anmoderation. Ich werde einfach meine dicke, fette Jerk-Route nehmen. Da rausgehen und einfach nur ins freie Wasser feuern. Ihr seid mit dabei. Wir gucken uns den Spot an. Dann gucken wir uns wie immer mit einem kleinen Rundgang oder Rundflug, wenn das Wetter es zulässt, das Gewässer an. Und ich versuche jetzt alles, euch zum Jahresanfang einen dicken, fetten Hecht vor die Linse zu kriegen. Abfahrt, Freunde! Dann der erste Hecht im neuen Jahr und es ist kein schlechter, kein Riese, aber schöner, fetter Winterhecht. Schön aus dem Kraut geholt hier, wie ihr seht. Mein Freund. So kann das Jahr anfangen. Schöner 65er, 70er. Geil. Ja, Petri, halt zu mir selber, ne? Gruß an den Kollegen, der noch mit Silvesterkater im Bett liegt. Ich habe 10 Uhr morgens den ersten Hecht des Jahres. Yes! Eigentlich wollte ich euch die folgende Szene als richtig schön One-Take präsentieren. Aber mein neues Funkmikrofon hat irgendwie noch nicht so richtig das gemacht, was es sollte. Zum Glück hatte ich aber die GoPro an und das integrierte Mikrofon ist gar nicht mal so schlecht. Also, lehnt euch zurück und genießt die Show. Ich gehe jetzt hier ein gutes Stück ins Wasser rein. Vor mir ist so ein kleiner Damm. Daneben wird es ein bisschen tiefer. Und ich hoffe einfach, dass da jetzt ein Hecht rumsteht, der Bock auf Action hat. Ich habe nur hier, ihr seht, den Wartkescher dabei, den Lütten. Kann ich hier so treiben lassen. Ja. Und dann einfach mal so weit rein, wie es geht. Boah, Stück ist noch.
bleibe über Funk so ein bisschen mit euch verbunden, wie ihr hört. Zwischendurch schalte ich immer mal wieder auf die GoPro um, dass ihr auch sehen könnt, was ich hier mache. Boah, dann erstmal Feuer frei, ne? Ihr habt gesehen, ziemlich dicker Jerkbait. Den führe ich auch total flach, also ich lasse ihn nicht lange absinken. Einfach eine Runde durchkurbeln. Oder durchjerken. Das Ganze einfach schön langsam. So ein bisschen Pausen immer zwischen den Schlägen. Boah. Das kann jetzt durchaus mal einen halben Tag dauern, bis der Einschlag kommt. Wenn er überhaupt kommt. Im Winter sage ich manchmal, oh, Nachläufer, ah, da ist er, Alter. Was geht denn jetzt ab? Alter, was geht denn jetzt ab? Alter, haben die Bock. Eingetütet. ja. Ja, so kriegt man ein Hechtvideo im Winter in einer Minute fertig. Was soll ich da nur zu sagen? Erstmal den Fisch abhaken, bevor ich hier irgendwas mache. Ach ja, okay. Das dauert jetzt einen ganz kleinen Augenblick. Ich lasse einfach mal laufen, wenn wir hier schon so einen geilen One-Take haben. Ah! Ja, ist auch schon ab. So. So schnell kann das gehen. Freunde der Sonne. Huh! Happy! Happy New Year! Geil. Ich glaube, ich mache noch weiter. Beim Hechtangeln im Winter kommt es mir auf drei entscheidende Punkte an. Punkt 1. Große Köder. Der Hecht jagt jetzt nicht mehr Fischbrot hinterher, sondern hat sich auf wenigere, aber dafür größere Snacks eingeschossen. Es müssen zwar keine übertriebenen Monsterköder sein, aber Jerks ab 15 cm und Gummis über 20 cm dürfen es dann schon sein. Punkt 2. Langsame Köderführung. Leiert die Gummis in Zeitlupe durchs Wasser oder lasst euch beim Jerken zwischen den Schlägen ruhig mal ein paar Sekunden Zeit. Die Hechte wollen jetzt möglichst wenig Energie beim Jagen verschwenden. Punkt 3. Standorte der Hechte. Wer jetzt Schilfkanten oder flache Krautfelder absucht, der hat schlechte Karten. Die Hechte stehen gerne im Freiwasser oder in den tiefen Ecken des Sees. Wer diese drei Punkte beherzigt, hat gute Karten im Winter. Natürlich heißt es auch hier, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ich konnte mit dieser Methode heute jedoch sogar noch ein drittes Mal zum Kescher greifen. So, der nächste Fisch ist im Netz. Pünktlich zur Mittagspause habe ich alles vergessen. GoPro vergessen, sodass ihr den Drill nicht sehen könnt. Ansteckmikrofon vergessen. Jetzt habt ihr schöne Windgeräusche. Viel Spaß damit. Und ich habe den nächsten Hecht, Alter. Mitten im Winter volle Möhre abkassiert. Da hat auch schon mal einer richtig übergebissen über den Kollegen. Ja, was soll ich sagen? Perfekter Angeltag. Nochmal Gruß an Kollege Pieke, ne? Nächstes Mal verpennst du nicht. Neben dem One-Take habe ich auch noch die Abmoderation komplett in den Sand gesetzt. Wegen des verdammten Wintersturms waren die Windgeräusche im Mikrofon so stark, dass ich euch das echt nicht zumuten kann. Also, Wintertage sind kurz, also endete auch knapp eine Stunde nach der Mittagspause dieser Angeltag. Es wurde langsam dunkel, ich hatte keine Taschenlampe dabei und aufgrund der Kälte auch echt keinen Bock mehr. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt und ich hoffe, ihr könnt euch ein paar von meinen Tipps und Tricks zum Winterangeln auf Hecht abgucken. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir doch einfach mal einen Daumen nach oben und abonniert den Kanal Angeln und Urlaub, dann sehen wir uns beim nächsten Angelvideo wieder. Also, Petri heil und bis dann.